Wasser in Brücken, Chaos im Märkischen Kreis und es geht wirklich an die Substanz. Hier in Altena, da werden Lkw auf der Umleitungsstrecke zur A45 wieder zurückgeschickt, weil auch hier eine Brücke gesperrt ist. Das wiederum hat Folgen woanders. Jetzt live. Ihre Lokalzeit Südwestfalen mit Michaela Pattberg. Ja, schönen guten Abend. Die gesperrte A45, wissen wir. Ja, jetzt gleich nach der Tagesschau gibt es Heimatflimmern. Es geht ins Ruhrgebiet, wie der Fortschritt nach Essen kam. Das ist Villa Hügel und es gibt eine Zeitreise. Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende. Wir sehen uns am Montag. Bis dann. Tschüss.